Wir sind es gewohnt, zwischen Diesseits und Jenseits zu unterscheiden, und das Jenseits wurde geparkt vor langer, langer Zeit, als Gott vermeintlich noch mit den Menschen kommunizierte, was aber wohl leider dann lange vergangen ist und nichts mehr mit dieser heute modernen, aufgeklärten Zeit zu tun hat. Dass aber möglicherweise es konkret darum geht, dass Diesseits und Jenseits unserer Sinne hier das Thema ist und das Jenseits unter Umständen sehr viel näher und sehr viel konkreter und unmittelbarer zugegen ist, als wir uns das aufgrund unseres Weltbildes üblicherweise vorstellen, das ist heute unser Thema. Wir werden aus nüchtern wissenschaftlicher, medizinischer und medialer Sicht, herzlich willkommen, liebe Leo, werden wir Herzlich willkommen allen Leuten und dir. Uns mit Spuk, Poltergeist, Phänomenen, mit Finsterwelt, Finsterzone, Fegefeuer und vielleicht auch Hölle in Verbindung mit Dämonen befassen. Wir werden einen Blick werfen auf die Realität irgendwann vor grauer Zeit oder auch ganz anders, der Drachen und nicht zuletzt der gerade in politisch vermeintlich aufklärerischer Weise Aktiven, die an Reptiloide glauben und meinen, diese beweisen zu können. Wir werden sehen, was diese spannende Liebe Leo, Genau. wo wollen wir beginnen? Vielleicht darf ich, du bist die Frau mit der medialen Erfahrung, die auch inzwischen, was mich sehr freut, keine Angst mehr hat, mit dieser Medialität in die Öffentlichkeit zu Nein. gehen. Und du gehörst auch zu den wenigen, in Anführungszeichen, Glücklichen, die nicht aus Angst irgendwann schon in der Kindheit sich von ihrer medialen Begabung gelöst haben, sie unterdrückt haben, um nicht als psychiatrisch auffällig zu gelten oder ständig Ärger mit den Eltern zu haben. Das ist von enormem Wert. Ich kann in der Hinsicht aus meiner Sicht und Erfahrung medizinisch, psychologisch und physikalisch begründet einen naturgesetzlichen Rahmen abstecken und dann werden wir, das ist mit wenigen Sätzen eigentlich gesagt, und dann werden wir eintauchen in, sagen wir mal so, das wird noch der Erklärung und Erläuterung bedürfen, In die der Unterwelt. in die Unterwelt oder in die erdnahe Zone, eine dichte Ebene, die sich der irdischen Wahrnehmungsfähigkeit entzieht, aber physikalisch durchaus korrekt formuliert sich in Erdnähe befindet. An der Stelle würde der Physiker vermutlich von von einer Art Paralleluniversum sprechen. Und prinzipiell Ja. denkbar, eine geringe Frequenzverschiebung würde es gestatten, dass an der Stelle unserer Welt mit einer geringen Phasenverschiebung eine andere existiert, die genauso real ist wie diese hier. Das behalten wir mal im Genau. Hinterkopf. Ja, meine Herangehensweise, nachdem ich seit Jahren die Berichte von Jenseitskontakten studiere, und zwar diejenigen, die wissenschaftlich erfasst werden. Nicht die, die so in der Nachbarschaft oder in der Verwandtschaft von einem zum anderen mit mehr oder weniger viel esoterischem oder magischem, mystischem Brimborium verbunden sind. Mich interessieren die nüchternen Betrachtungen und auch Prüfungen auf Beweiskraft. Demnach haben wir einen Körper, der lediglich aus biochemischer Sicht belebt ist. Wir sind, das hatten wir an anderer Stelle schon einmal, du vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen, ich aufgrund naturwissenschaftlicher Plausibilität, festgestellt, dass wir nie geboren wurden und nie sterben, weil, Genau, und nie sterben. ja, wir sind Sehr jenseitige wichtig, Wesen, eine ja. der wichtigsten Erkenntnisse. Ja, und so plausibel, denn wenn wir einen ganz einfachen Fragenkatalog abspulen, kann ich meine Gedanken, meine Gefühle, meine Entscheidungen, meine Ängste, meine Gemütsregung, mein Ich-Bewusstsein sehen, immer ganz klar nein. Also alles das, was wir sind, ist offensichtlich unsichtbar. Wir haben also einen materiell existenten Körper, der von uns als unsichtbarem Wesen belebt wird. Also das Einzige, was sich mit dem Tod ändert, ist, dass der Körper
der durch uns belebt, durchdrungen und belebt wurde oder von unserer unsichtbaren Psyche, von dem, was wir wirklich sind, ausgestaltet wurde. Das betone ich deshalb, weil meine gesamte psychosomatische Erfahrung über die Jahrzehnte sagt, dass der Körper nichts anderes als ein verdichtetes Abbild der Psyche ist, jeder Gemütsregung. Dass wir also mit dem Tod einen Übergang erfahren, insofern, dass wir letztendlich nichts anderes machen, als uns von diesem Körper zu lösen. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Wir hatten ja kurz, bevor wir gestartet sind, noch über die Macht der Glaubenssätze gesprochen. Ja. Wenn ich mit einem Weltbild sterbe, das Weltbild besteht aus Glaubenssätzen und ist ein jenseitiges Phänomen. Das ist also mit dem Tod dann nicht erloschen, sondern es nimmt sogar eher Fahrt auf, ist mein folgerichtiger Gedankengang auf der Grundlage einfacher physikalischer Sachverhalte. Also meine Gedanken, meine Gefühle, meine Glaubenswelt ist ein Energie- und Informationsphänomen. Das bleibt also erhalten. Ich löse mich lediglich von meinem Körper. Wenn ich nun sterbe und glaube, so wie man es uns ja seit Jahrhunderten vermittelt, dass wir dieser Körper wären und dass nach dem Tod natürlich alles vorbei ist, dann, und wenn das in ausreichender, machtvoller Intensität geglaubt wird, wird dieser dann Körperlose, aus unserer Sicht, davon ausgehen, dass er nach wie vor lebt, weil er unverändert ein Ich-Bewusstsein hat. Das ist jetzt meine These, die sich auch durch viele Berichte aus dieser Grenzzone, bestätigt. Und bevor ich da jetzt ewig weiterrede, ich hätte zwar noch ein paar Sachen zu sagen, das kann ich aber später. Du sagst jetzt gerade genau. Also jetzt bin ich neugierig und möchte wissen, was du dazu erlebt hast. Also jemand glaubt, also jemand erfährt, nein, er erfährt es nicht, sondern er merkt es gar nicht. Ja, genau. Er merkt nicht, dass er gestorben ist, weil er noch ein Ich-Bewusstsein hat. Der Körper ist aber weg. Du nickst die ganze Zeit. Was passiert Ja, da? Was hast du erlebt? Es kommt etwas auf die Todesart an. Also jemand, der schon lange im Siechtum ist und auch schon Ausflüge macht ins Jenseits und wieder hier ist im Diesseits, das ist so ein Wandern der Grenzen, kann man das nennen, der hat schon eher eine Idee, dass er seinen Körper verlassen wird. Jemand, der mit dem Motorrad tödlich verunglückt, ist rauskatapultiert und befindet sich in einem Zustand, wo er überhaupt nicht erfasst, dass er gestorben ist. Also es hat ein bisschen mit der Art zu tun, wie jemand aus dem Leben geht. Und ja, die Glaubenssätze tun der ihr Übriges. Also wenn jemand glaubt, Jesus Christus holt ihn ab, ist es möglich, dass diese Energie sich erzeugen lässt, diese Christusenergie, und er vielleicht das Bild, was er ständig hatte, Jesus im langen weißen Gewand mit Bart und Jesuslatschen, dass er dieses Bild auch, ja, dass sich das in einer gewissen Weise materialisieren kann und er dann eben dieses Erlebnis auch hat. Andere, also ich habe oft beobachtet, dass im Sterbevorgang Jenseitige da sind und wenn man sie auch anspricht, sich auch als Familie herausstellen. Die vermitteln natürlich einem Sterbenden, dass der Körper jetzt in der einen Welt bleibt und dass sie ihn einführen wieder ja im heimischen Feld, weil wir gehen ja nach Hause. Wir waren auf einem Kurztrip auf der Erde und unser Zuhause ist nicht die Erde. Und diese unfassbare Angst, die Menschen vorm Tod haben, erübrigt sich eigentlich, weil eigentlich geht jeder gerne nach Hause. Und das hat natürlich ausgesprochen viel mit diesen Glaubenssätzen zu tun. Wenn jemand erwartet, weil er eine Sünde begangen hat, weil er sehr mit der Kirche verhaftet ist, der könnte wohl möglich glauben, dass er jetzt in ein großes Fegefeuer kommt und alles ganz furchtbar wird und er bestraft wird und Qualen auf ihn warten. Oft erfahre ich dann, dass er wirklich gerettet ist über die Vorausgegangenen, dass die ihm also ganz klar signalisieren, dass das sein Denken ist.
Und was ich im Sterbevorgang häufig beobachte, ist, wir haben ja durchaus sehr viele Menschen, die ihre Gefühle nur annähernd leben. Also ganz viel, ja, ihre Gefühle zurückhalten, verneinen, auch wenig Bekanntschaft manchmal sogar mit ihren Gefühlen haben. Und das ist dann eine Energie, die ich wahrnehme, wie verklumpt, wie, also die bündelt sich irgendwie. Diese nicht gelebten Gefühle bündeln sich, so würde ich das beschreiben. Und bei diesem Übergang fallen diese ungelebten Dinge, fallen dann von der Seele ab. Von daher, man versucht immer zu beschreiben, ja, die müssen doch auch traurig sein, weil wir ja traurig sind, weil sie weg sind. Sie müssen ja auch Schuldgefühle haben oder sie sehen uns doch in ihrer Trauer. Das heißt, diese ganzen abgefallenen Dinge, die würde ich heute als Hölle vielleicht beschreiben wollen. Und wenn jemand meint, er muss dort verbringen, dann würde ich ganz klar behaupten, wenn eine Seele sich das vorgenommen hat, dass sie dort eine Zeit verbringen möchte, dann wird das so sein. Und Das dann ist, sieht sie ja. auch, weiß ich nicht, Feuer, Teufel und so weiter. Wer sich sowas nicht vornimmt, der landet auch nicht da. Wir unterschätzen unfassbar unsere geistigen Kräfte, unsere mentalen Kräfte, unsere Glaubenssätze, die ein Bollwerk sind. Also das ist ein, ich würde sagen, sogar der entscheidende Punkt, der sich auch zu 100% mit meinen Erfahrungen auf meinem medizinischen Weg deckt. Dieser Umstand, dass wir körperlich erkranken, bildhaft für das, was wir an unsichtbaren Konflikten haben. Es fängt ja mit so einfachen Sachen an. Wunderbares Wortbild der deutschen Sprache, dass wir gramgebeugt durchs Leben laufen, dass also dann die Schultern nach vorne sinken, Resignation ausdrücken und es ein exaktes Abbild der Gemütsverfassung ist. Und das wiederum beruht ja darauf, dass ich mich in irgendeiner Form in einer Sackgasse wähne. Also ich sehe keinen Ausweg, das Leben wird immer grauer, immer monotoner. Wenn man glaubt, nur dieser Körper zu sein, bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig, als dieses Leben abzuwohnen. Ja, denn, Genau, das ist ja. die abzuwohnen, ist gut. Also Ja. ich habe das schon damals beobachtet in den Jahren, wo wir uns nach der Schule noch einmal im Jahr getroffen haben. Mit Mitte 20 hatte ich bei den meisten den Eindruck, die haben schon gedanklich die Filzpantoffeln an und zahlen die restlichen Schulden für das viel zu teuer gebaute Einfamilienhaus ab und haben keinerlei Lebensperspektive. Aber wo soll man die auch hernehmen, wenn man davon ausgeht, dass ohnehin man lebt ja nur einmal, es Ja, genau. einfach nur gegen Auslöschung geht, angstvolle Distanzierung vom Tod bis zum letzten Moment. Und wofür soll ich noch ich habe das anflugweise mal um die 40 herum gehabt. Die Frage, lohnt sich das noch? Lohnt sich das noch, Ja, das zu tun, genau. das zu lernen? Völlig absurd. Ja, wenn man versteht, dass der Tod ein Übergang ist, ein Wandlungsvorgang, in dem wir lediglich diese biochemisch belebte Hülle abstreifen, dieses Vehikel, dass die Reise weitergeht, dann lerne, lebe und ich entdecke ich und bleibe neugierig bis zum letzten Moment. Und der letzte Moment, würde ich sagen, nach dem, was medizingeschichtlich bekannt ist, ist ein Moment, in dem der Betreffende auch gehen will, nicht muss, sondern will. Ja, sehr, sehr häufig ist das so, ja. Der darf es aber manchmal nicht sagen, ne? Um seine Angehörigen nicht in eine Trauer zu stürzen. Also irgendwie ist dieses freiwillige Gehen bei uns so in unserer Kultur nicht so erwünscht. Es gibt ja Ja. andere Kulturen, da wird gefeiert, da freuen sich die Leute so ungefähr. Mensch, wie toll, du darfst nach Hause gehen, ja. Internationale Politik ist, das muss ich an der Stelle kritisch anmerken, ziemlich offensichtlich darauf ausgerichtet, diese letzten Überreste, also Kulturen, Kulturkreise, in denen noch eine Ahnung oder ein Wissen darum besteht, dass der Tod nur ein Übergang ist, genauso wie die Geburt nur ein Einstieg ist von einer
Lebensform in die jetzige irdische Existenz, dass man großes Interesse daran hat und sich auch sehr dafür ins Zeug legt, in diese Coca-Cola, Whisky, Neon-Reklamen, Social-Media-Welt alle aufzusaugen, damit die letzten Reste dieses Erfahrungswissens Weg. ausgelöscht werden. Weg damit. Ja. Ja. Das ist dann, du Weil hattest, es ja. ist auch nicht gewünscht. Es ist einfach nicht gewünscht, weil je mehr wir uns im Grunde im göttlichen Feld oder im universellen Feld, jeder hat ja eine andere, anderen Bezug dazu, befinden, umso mächtiger sind wir auch. Und diese Macht, das hat die Kirche über Jahrhunderte versucht, das abzuwürgen, dass wir wirklich nur dieses eine leben und bestraft und wir müssen bei Fuß gehen. Also all diese Dinge. Und dazu haben sie dann auch eine Bibel verfasst, die auch darauf hinweist, wie, ja, wie gefährlich alles ist, wenn man sich außerhalb bewegt. So, heute macht das halt die Politik. Ja, Ich bin einfach mal so frech und sage das so. ich bin dann sind wir zu zweit frech. Das ist etwas, was so Okay. gut nachweisbar ist, dass es ja gar nicht als Behauptung im Raum steht. Und bei der Kirche würde ich noch ergänzen, das ist bis heute noch so. Ich habe gerade kürzlich die Geschichte eines brasilianischen weltweit bekannten Heilers, über den es in Deutschland praktisch keine, also es gibt nichts in Deutsch zu diesem Mann, der auch schon allein trotz einfacher Herkunft in der hohen brasilianischen Politik vor wenigen Jahrzehnten noch ein sehr hohes Ansehen genossen hat, der als Volltrance-Medium mit einem im Jenseits lebenden Arzt, deutschen Arzt, Operationen durchführte in einer Weise, die jede Vorstellungskraft sprengen. Also in Trance ist er dann mit einem Rasiermesser oder Küchenmesser in Einverständnis mit dem zu Behandelnden auf den zugegangen, hat den aufgeschnitten, also real den Körper aufgeschnitten, irgendwas rausgeholt, Tumoren, reale Tumoren oder andere Störungen entfernt. Und es gab niemals Wundheilungsstörungen über Jahrzehnte in Tausenden, zigtausenden von Fällen. Also ich würde sagen, das Einzige, was ja in größerer Dimension in Deutschland bekannt ist oder im mitteleuropäischen Raum ist die Bruno-Gröning-Geschichte. Ja, genau. Und nur das noch einmal mit einer ganz realen Dimension darauf gesetzt, das ist das, was dieser Brasilianer über Jahrzehnte vorführte. Und ich komme deshalb darauf, weil diese nachweislichen, das wurde von Ärzten dann ab einem bestimmten Punkt nachuntersucht, in Tausenden von Fällen, die Operationen verliefen trotz völlig unsteriler Bedingungen und mit einem am Hemd abgewischten Messer niemals problematisch. Also es gab niemals Wundheilungsstörungen. Nach dieser Operation waren die Wunden geschlossen. Und ich komme darauf, weil du die Kirche erwähntest, denn er wurde exkommuniziert. Er wurde Ja, sogar klar. wegen Hexerei. Ja, das ist, Ja. wir reden von der Neuzeit, vom aufgeklärten Ja. Industriezeitalter. Er wurde wegen Hexerei verurteilt zu 16 Monaten Gefängnis. Du willst das Thema dieses Videos vertiefen und sofort anwenden? In diesem Falle klicke unten in der Infobox auf den Link. Du wirst brandaktuelle Zusammenhänge kennenlernen, die vor langer Zeit in Vergessenheit gerieten. Über die Eintragung in den kostenlosen Interessentenverteiler erhältst du Zugang zu diesen Informationen. Ja. Ja, es ist Und da ist also. es auch so, wenn jemand beharrlich glaubt, dass man Desinfektionszeug und dies und das, also dieser Glaube macht einfach, ja, dann bekommt man halt eine Infektion, wenn man daran glaubt, dass nur das hilft und wenn das dann nicht da ist. Deshalb, wir haben alle diese Macht, wir sind alle machtvoll und können dieses Glaubenssystem auch beeinflussen. An der Das ist Stelle. natürlich ein Weg, ne? Das ist nicht so mal eben nur so gesagt, sondern es ist ein Weg, aber das ist die Selbstbemeisterung, die für dieses Leben wichtig ist. Da will ich nur etwas ergänzen, weil das für das Verständnis der eigenen Situation nach meiner Erfahrung sehr wichtig ist. Also diese Macht des Glaubens und die Macht,
die zum Käfig werden kann. Ich kann mir meinen eigenen Käfig schaffen. Vielleicht kommen wir auch gleich nochmal auf die Ausgestaltung dieser erdnahen Spuk-, Dämonen-, Finsterzone zurück, um das etwas lebendiger und realer zu beschreiben, was von dort berichtet wird, beweiskräftig berichtet wird. Das ist etwas, was mir immer wichtig ist. Ich will nur eine Sache ergänzen, die allzu oft übersehen wird. Wir haben als Personen, als domestizierte Gesellschaftsteilnehmer nicht nur ein Bewusstsein, wie es als für einen Menschen selbstverständlich wäre, also eine Wahrnehmung der eigenen Identität und Existenz, sondern wir haben notgedrungen als Personen auch ein Unterbewusstsein, weil wir für die Gesellschaft ja eine bestimmte Rolle erfüllen sollen. Ja, diese Gesellschaften, auch die behaupteten höchst entwickelten Arten menschlichen Zusammenlebens, die Demokratie, sind letztendlich Befehlsstrukturen. Und man braucht also mehr oder weniger kritiklose Weisungsempfänger. Und dazu wurden wir gedrillt von klein auf. Und dadurch, dass wir uns als nicht eigenständig überlebensfähig, selbst noch nicht mal auf dieser Welt erfahren, müssen wir uns für die Gesellschaft entsprechend positionieren. Wir müssen das tun, was man uns sagt. Wir müssen die preußischen Tugenden im Idealfall leben. Und damit sind wir also gezwungen, unsere Individualität, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Und die durch die Gesellschaft anerzogenen Versagensängste mit ihrer individuellen Ausformulierung, Selbstverurteilung gleich welcher Art, müssen wir ebenfalls verbergen. Und zwar auch vor uns. Und daraus entsteht das, was man in der normalen Psychologie sehr diffus als Unterbewusstsein beschreibt, ohne es richtig zu verstehen. Wichtig ist mir an der Stelle, das so sehr zu betonen, weil die Glaubenssätze, die du in ihrer Macht ja sehr deutlich angesprochen hast, sehr wohl auch unbewusst sein können. Also, ich habe es auf meinem medizinischen Weg sehr oft als tragisch erlebt, dass Patienten kamen damals in meine Praxis, die schon sehr viel wussten über Naturheilkunde, über alternative Heilverfahren, die auch durchaus schon sich mit der spirituellen Dimension unseres Daseins befasst hatten, aber in der Tiefe ihres Unterbewusstseins, in ihrem Fühlen, was ja auch das Fühlen vorhin als, ja, auch im Jenseits, wenn jemand daran festhält, auch an diesen Glaubenssätzen vor allen Dingen tragischerweise, dass das wie verklumpt ist, verdichtet, würde ich auch sofort bestätigen, denn das sind auch Verdichtungs- und Erstarrungsphänomene, die in diesem irdischen Körper festzustellen sind, wenn jemand sich total verstrickt in diese Glaubenswelt der Gesellschaft. Und wenn das unbewusst ist, dann will der Patient, der beispielsweise an einer Krebserkrankung leidet, den naturheilkundlich und vielleicht auch spirituellen Weg der Heilung gehen, hat aber als sehr viel stärkeres Energiefeld, sehr viel stärkeren Glaubenssatz im Unterbewusstsein, das, was uns von klein auf anerzogen wurde, nämlich nur die Schulmedizin kann mich retten. Ich brauche jetzt eine Operation, ich brauche die Bestrahlung, ja, ich brauche die Chemotherapie, nur das kann mir helfen. Das ist das, was in der Tiefe wirkt, und oberflächlich will man ganz was anderes. Und dafür eine Sensibilität zu entwickeln, was weiß ich und was fühle ich? Und was ist in meinem Unterbewusstsein unter Umständen sehr viel stärker Weltbild bestimmend. Das halte ich für die Gesundung im Diesseits, oder was heißt halte ich, das weiß ich, dass das für die Gesundung im Diesseits entscheidend Ja, ist absolut. und im Jenseits ja nicht weniger. Nee, und da kommt man dann eben auch zu dieser Unterwelt, sagen wir so. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mich Dämonen befallen werden, dann Leute, die besonders starke, gute mentale Kräfte haben, die materialisieren die. Also, ich sag mal so, ich mache mich damit nicht beliebt, aber das ist mir auch nicht so wichtig. Dämonen als solche gibt es nicht. Punkt. Und da bleibe ich auch bei. Aber es gibt unzählige Menschen, die in der Lage sind, Dämonen zu erschaffen. Durch ihre Vorannahmen, durch vielleicht
Ich will nicht ausschließen, vielleicht hat es mal in Ur-Ur-Urzeiten Dämonen gegeben. Das will ich nicht abstreiten. Aber ich bin niemandem begegnet. Also in meiner Lebenszeit bin ich im Jenseits niemals irgendwelchen Dämonen begegnet. Möchte ich auch nicht. Ja? Aber der Mensch ist in der Lage, durch, ich meine, wir haben ja auch die Fernsehvorlagen, wo man hervorragende Bilder aufnehmen kann, wie so Dämonen aussehen, was die alles tun. Und dann ist man schon in der Lage, sowas zu erschaffen. Und man kann sie durch Licht, kann man sie auch wieder, wie soll man sagen, kann man das, ihnen das Licht wieder ausmachen, dass man sie nicht mehr sieht. Weil wir sind im Jenseits als bewusste Wesensseele, sind wir lichtvoll, sogar sehr lichtvoll. Wir haben hier auch den Vorteil, dass wir über Licht ganz viel bewirken können, weil die Erde an für sich und auch wir mit vielen Gedanken, mit vielen Gegebenheiten, mit vielen Vorgaben über Medien, wir befinden uns eigentlich in einer sehr dunklen Welt. Also das ist auch der Schock, wenn jemand stirbt. Es wird taghell, das sagen ja auch die Leute, die eine kurze Zeit eine Todes-Nachtod-Erfahrung haben, dass sie diese Helligkeit wahrgenommen haben. Das ist aber auch die Helligkeit, die unsere Seele hat. So, und wer jetzt Angst hat vor irgendwelchen Wesen, sei es Dämonen, seien es Drachen, seien es Echsen, wie heißen die nochmal, Reptiloide. Man kann die herzlich einladen, dass sie ins Licht kommen. Dort lösen sie sich auf. Es ist überhaupt alles aus der Dunkelwelt ist im Licht aufzulösen. Und das kann jeder Mensch. Man braucht dazu nicht ein Medium, man braucht kein Guru, man muss auch nicht irgendwo hinfliegen. Das kann jeder Mensch selber. Früher haben die Menschen gebetet. Beten ist auch ein Vorgang, ist ja ein Bitten. Ein Bitten eigentlich um eine Erhellung für die Sache, für die man bittet. Leider ist das Beten so sehr kirchlich angehaucht, weil jeder Mensch kann bitten. Wir haben ja auch Begleitung. Es ist ja nicht so, dass wir hier Mutterseelen allein auf dieser Welt sind und niemand aus dem Jenseits begleitet uns, wir haben viel Begleitung. Aber ich erlebe ganz viele Menschen, die sagen, ich muss das machen und das habe ich auch schon geschafft. Und ja, so eine ganz große Last. Aber sie kommen nicht auf die Idee zu sagen, ich brauche einfach mal Hilfe. Ihr lichtvollen Wesen, bitte kommt einfach und helft mir. Und dann die Erfahrung auch mal, das hilft gar nichts, wenn ich das sage. Oder wenn man das liest irgendwo. Jeder Mensch kann die Erfahrung machen. Einfach bitten und spüren, ob irgendwas passiert. Das muss ja nicht beim ersten Mal klappen. Ich höre dann Leute sagen, ich habe gebeten, dass nichts passiert. Es hat auch mit einer bestimmten Öffnung, mit einer bestimmten Intensität und mit dem, dass man sich selber auch glaubt. Also manche Leute sagen, ich brauche Hilfe, aber die glauben überhaupt nicht daran. Dann sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Die Also es ist, Glaubenssätze, ja. Na bitte. ja, die sind im Grunde das mächtigste Werkzeug, was wir fürs Gute und fürs Böse haben. Die Glaubenssätze möchte ich noch einmal bestärkend aufgreifen, auch für das, was du gerade gesagt hast. Die Dämonen in Kontakt zu bringen mit Licht wäre jetzt übersetzt in meine psychosomatische Erfahrung und die Sprache, die daraus resultiert, dass ich die Glaubenssätze, die in mir die Dämonen erzeugen, die im Jenseits, da würde ich dir, mangels Erfahrung kann ich es wieder nur aufgrund physikalischer Plausibilität sagen, real existieren müssen, sowie auch real in dieser erdnahen Spuk-, Poltergeist-, Reptiloiden-, Dämonenzone, in dieser Zone, die so düster sein kann, wie das Höllenszenario, was uns die Kirche vorgaukelt, genau oder in abgeschwächter Form, das ist, was wir als Fegefeuer bezeichnen würden. Also alles Oh, ja. weist, wenn ich so die
über die Hunderte oder Tausende von Fällen, die berichtet wurden und sorgfältig analysiert wurden von Physikern, von Philosophen, von Medizinern und das über Jahrhunderte. Also es ist wirklich erstaunlich, was sich auf dem Sektor so alles bewegt hat und in der deutschen Literatur so gut wie gar nicht zu finden ist. Also muss man schon wirklich richtig suchen. Englisch, Französisch überhaupt kein Problem. Interessanterweise auch ein ganz Genau. großer Schwerpunkt in Brasilien, in Portugiesisch dann halt, Ja, ne? ja. Ja, aber dieses Dämonenlösen, lassen sich im Kontakt mit Licht auflösen, bedeutet in meinem Verständnis vor dem Hintergrund meiner Erfahrung, dass ich mich den Glaubenssätzen, die mir einfach durch animalische Kopplung, also immer erneute Wiederholung, vor allen Dingen im Kindheits-Jugendalter, als real existent behauptet wurden, dass ich diesen Glauben daran, dass sie existieren, auch als Glauben erkenne. Genauso wie hatten wir vorhin schon kurz, wenn jemand aus diesem Weltbild, mit dem wir in diesen Massengesellschaften leben, herausstirbt, muss er davon ausgehen, dass er weg ist. Jetzt ist er aber gar nicht ausgelöscht, Genau. hat auch seinen Körper nicht mehr, versteht allerdings nicht, wo er sich befindet und was seine Lebensform, sein Zustand jetzt ist. Das ist ja wie eine, so eine, ein Schwebezustand. Es ist das, was bekannt ist, ist nicht mehr da. Und das andere, was da real ist, wird nicht verstanden. Ich musste vorhin, als du das sagtest, an einen Fall denken, eines Ladenbesitzers oder Unternehmers in Chicago, der starb und dann relativ unerwartet an einem Herzinfarkt, wenn ich mich recht erinnere, und einige Zeit später sich über ein Medium mit dieser Welt in Verbindung setzte. Die Plausibilitätsprüfung, dass die Geschichte real ist, ergab sich daraus, dass dieses Medium, über das er sich in Kontakt setzte mit unserer hiesigen Wirklichkeit, ganz woanders war und in keinerlei Verbindung stand mit diesem Ladenbesitzer in Chicago. So, jetzt erzählte der, und zwar, das ist das Interessante an der Stelle, von seinen Schwierigkeiten, die er mit seinem Geschäft hat. Also er hat aus dem Jenseits ganz offensichtlich verstorben, war auch nachvollziehbar. Hat er sich darüber beklagt, dass seine Angestellten einfach seinen Weisungen nicht folgen und dies und das in der Okay. Buchhaltung falsch machen. Das war ein weiterer Aspekt, der nachgeprüft werden konnte. Und das zeigte also, dass er in dieser Zwischenwelt oder angrenzend an diese irdische Wirklichkeit vorhandene Dichtezone lebte und offensichtlich nicht begriffen hatte, dass er keinen physischen Körper mehr hat. Und solche Beispiele habe Ja. ich sehr viele gefunden und das für sich ist ja schon mindestens Fegefeuer und es ist ein Käfig der Glaubenssätze. Je nachdem, wie sehr man darunter leidet, ist das vielleicht sogar auch die pure Hölle. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Weil es ist ja auch so, wir kommen ja, also sagen wir mal so, der schmerzhafteste Vorgang überhaupt ist die Inkarnation der Seele in den Fötus, nicht die Geburt und schon gar nicht der Tod. Weil die Leute machen ein solches Gewicht auf den Tod von Angst und alle Glaubenssätze des Lebens kommen auf einmal hervorgekrochen und vereinigen sich praktisch wie gegen den Menschen. Und man muss sagen, als Kind erinnern wir uns aber an all diese Dinge aus unserem jenseitigen Zuhause. Mittlerweile, kleine Kinder sagen auch häufig was. So bis zum dritten, vierten Lebensjahr haben sie durchaus Äußerungen, ich höre das verstärkt von Müttern, dass die Mütter völlig erstaunt sind, was die Kinder erzählen. Und so ist es dann im Grunde, wenn man dann im Jenseits ankommt, auch wieder so, dass wir ein Wissen noch haben von unserem Leben und auch die ganzen Eindrücke und auch diese Glaubenssätze uns noch ein ganzes Stück begleiten. Und dieser Übergang, der durchaus von den meisten Leuten schon als Schockmoment erlebt wird. Es sei denn, wie ich vorhin sagte, wenn jemand aus dem langen Leid übergeht oder wirklich so die Körperkraft bei sehr alten Menschen nachlässt,
die gehen auch sehr, ja, wie du auch gesagt hast, die gehen gerne dann auch irgendwann, weil sie fühlen, dass es einfach vorbei ist hier, dieses Leben. So, und diese ganzen Annahmen, Glaubenssätze, all das, was wir aufnehmen im Leben, also auch diese ganzen Leute sind ja fanatisch mit Science Fiction und mit irgendwelchen Kreaturen, die können wir mit unserer Lichtkraft, können wir die erschaffen, wir können die materialisieren. So dass Leute, wenn mir Leute erzählen, ich habe ihn im Zimmer stehen sehen, den Dämon, ja, das glaube ich. Das ist tatsächlich so. Aber was machen Kinder, wenn sie nachts aufwachen und in der Dunkelheit völlige Angst haben? Sie machen das Licht an. Das ist erste Reaktion, wenn sie wissen, wo der Schalter ist in einem Alter. Oder auch als Erwachsene. Wir machen Licht an, wenn wir uns fürchten. So, und wenn man dann eben in einer Zone ist, wo wir mit dem elektrischen Licht nichts mehr zu tun haben, dann können wir im Grunde auch mit dem Licht, was in uns ist, arbeiten. Weil wir befinden uns als Menschen eigentlich noch in so einer Art, ja, Urzustand. Wir haben ganz viel die roten, orangen Kräfte. Das hat mit Besitztum zu tun. Das hat mit Sicherheit, also mit ganz vielen grundlegenden Urdingen zu tun, die der Mensch eigentlich schon Jahrtausende im Grunde hat. Wir haben uns sehr wenig entwickelt in den Lichtbereich, in den gelben, in den Ätherbereich. Das beginnt jetzt. Wir sind eigentlich jetzt genau an einem Punkt, wo wir dieses Grobstoffliche mehr und mehr in Frage stellen und dadurch auch diese Dämonen. Ja, also es mag auch eine dämonische Energie existieren. Das kann ich auch noch nachvollziehen. Die wird in einer lichtvollen Zeit nicht mehr, wird es nicht mehr vorkommen. Weil wer weiß, es wird mir immer wieder gesagt, ja, also wenn jemand gemordet hat, dann muss der wieder zur Erde zurück, der muss nochmal irgendwelche Leben leben und so. Und dann erklären mir die Leute immer, ja, du musst dann, die Energie geht dann wieder zurück. Nein, die Energie geht immer zum Licht. Sie kommt auch nicht zurück. Das ist alles. Wir sind Seelenwesen, die in einer Freiwilligkeit sind. Aber durchaus in einer begleiteten Freiwilligkeit. So, und wenn wir jetzt uns vertiefen in diese ganzen Phänomene, werden wir das so erleben. Und dann höre ich, ja, Königin Elisabeth war wie heißen sie jetzt, diese Drachenmensch, nee, nicht Drachenmensch, Reptiloide. Echsen. Eine Echse, Reptiloide, Reptilid, genau. ja, genau. Weil man einfach diesem Königsgeschlecht auch all diese Dinge zubilligt. Also die haben ja auch noch in Urzeiten aus der Vergangenheit all diese Bilder. Es mag auch glauben, wer will daran, aber Fakt ist, die Dinge sind erschaffen. Die sind nicht real da. Ich will nicht sagen, dass sie vor Millionen Jahren, dass es das gegeben hat, da. Dahin komme ich nicht mit meinem Bewusstsein, aber in unsere bewusste Welt, da finde ich die auch im Jenseits, finde ich sie nicht. Absolut nachvollziehbar. Und hier will ich auf ein Phänomen hinweisen, was in der Medizin sehr gut bekannt und auch untersucht ist. Im Extremfall nennt man das psychogenen Tod. Jemand wird eingesperrt in einem Kühlwagen, in einem Kühlraum, der aber abgeschaltet ist. Nur das weiß der Betreffende nicht. Er stirbt in dieser Kammer. Und bei der Obduktion zeigen sich alle Zeichen der klassischen Erfrierung. Hier hat also ein Glaubenssatz, eine Annahme über die Beschaffenheit der Umgebung dazu geführt, dass der gesamte Körper, und das ist auch vor dem Hintergrund meiner Erfahrung zwingend anzunehmen, dass genau das passiert, so wie wir als unsichtbare Lebewesen glauben, erfrieren zu müssen, wird der Körper das abbilden und er wird auch die Ja. entsprechenden organischen Veränderungen zeigen. Also das ist immer wieder Gegenstand von Forschungen, solche extremen Beispiele, also alles, was in irgendeiner Form mit Suggestion und Einbildung zu tun hat, hat real konkrete Auswirkungen. Und zwar
weil wir mal hier über die Wechselwirkung von Psyche und Umgebung und Psyche auf den Körper sprechen, also welche Auswirkungen hat die Psyche auf die Materie, wäre die allgemeine Überschrift, muss ich zwingend davon ausgehen, wenn Naturgesetze grundsätzlich gelten, dass in gleicher Weise auch real existente Lebewesen und sei es nur für jemanden, der sich das einbildet und dann auch sich in einem Lebensszenario bewegt, diesseits, aber auch in dieser Finsterzone oder in der angrenzenden Dichtezone an die Erde angrenzt. Muss ja nicht unbedingt finster sein, aber auf jeden Fall unverändert sehr stark erdfixiert. Er fixiert, Also ja. insofern ist das alles plausibel. Also man darf glauben, weil man es sich einbildet an Reptiloide, an Drachen, an Poltergeister, wobei Poltergeister bei Das genauerer ist noch ein bisschen Betrachtung, was anderes. Poltergeister wollte ich gerade sagen, nach all dem, was ich dazu gefunden habe, sind in Anführungszeichen Verstorbene, also aus unserer Sicht Körperlose, die so dicht und nahe noch am Irdischen sind, dass sie irdische Gegenstände bewegen können und dann Klopfphänomene und Türen öffnen und schließen und Und alle elektrische Sachen vor allen Dingen. auch oft zu hören, ja. Ich habe also jetzt eine Frau hat mir erzählt, der Sohn ist verunfallt, auch sehr jung. Und der hat die Navigationsgeräte seiner Familie so unfassbar manipuliert. Also sie kann das auch beweisen. Sie hat wirklich Fotos davon gemacht. Also ganz, ganz erstaunlich. Vielleicht ist es Muss sogar mal am eben meine leichtesten. Hunde Ja. rausschmeißen. Geht mal raus, raus. Geht zu Jannik. Lauf. So. Diese Beeinflussung elektrischer oder die Auslösung elektrischer Phänomene ist vielleicht sogar noch das Leichteste, das Ja, Leichtere, wenn absolut. man körperlos ist. Denn es braucht ja eine sehr viel höhere Verdichtung, um dann wirklich an eine Tür zu klopfen Ja. oder auf dem Boden zu gehen, so dass es hieß, diesseits Lebende hören können. Ja, Ja. also das ist allein, weil ja diese Wesensseele ist ja reine Energie und sie kann in Energiekreisläufe auch leichter eingreifen. Also eine Tür zuzumachen ist das schon wesentlich schwieriger. Oder wie manche annehmen, eine Wolkenformation als Engel zu bilden. Ich wünsche jedem, dass er sich trösten kann, aber ich sage auch oft, wenn jetzt wir davon ausgehen und auch ausgehen müssen, dass unser Zuhause wirklich das Jenseits ist und nicht diese Welt, warum schreibe ich von zu Hause einem Gereisten auf der Erde eine Postkarte? Nein. Nein, ich schreibe nicht von zu Hause aus jemandem im Urlaub eine Karte. Einfach mal so ganz simpel. So, wir würden das nicht machen, aber wir erwarten, wenn jemand zu Hause ist, eben im Jenseits, dass der auf jeden Fall zum Trösten uns da alles Mögliche bereitstellt, damit wir ja in unserer Trauer nicht so leiden müssen. In unserer Glaubenswelt, in der wir davon ausgehen, dass das Leben mit dem Tod enden würde, erwarten Genau. wir genau diesen Ja, Trost, den du gerade Beweise. ansprichst. Ja. Also es geht auch immer um Beweise. Ja. Liebe Leo, ich glaube, wir haben, nein, ich hoffe das sehr und habe den Eindruck, aufgrund der Intensität unserer Betrachtungen, dass es zu einem großen Schritt beiträgt, Angst vor dem Tod zu verlieren und Klarheit darüber zu gewinnen, dass diesseits, jenseits nicht irgendwann mal war, sondern real ist. Ich würde noch mal ganz kurz, du kannst mich jederzeit unterbrechen, wenn du noch was ergänzen möchtest, zusammenfassen, was wir als Inspiration hoffentlich mit diesem Gespräch transportieren konnten. Also wir Also sind mir, niemand, ja? also mir ist noch wichtig, dass wir wirklich ein Gefühl dafür bekommen, eine Einsicht entwickeln, dass wir sehr, sehr machtvolle Wesen sind. Und dass wir viel größer, viel stärker, viel mächtiger, alles, also man kann gar nicht genug viel sagen, aber dass wir diesen Weg dorthin, um das auch in die Welt, in diese Welt zu bringen, dass wir da
Ja, uns informieren, dass wir praktisch schauen, dass wir nicht in dieser Ursuppe schwimmen, sondern wirklich lichter werden, heller werden, in unserem Denken aus Verurteilungen rausgehen. Wir sind ja Meister in Be- und Verurteilen, sondern dass wir in uns hören, dass wir einfach eine andere Wahrnehmung dafür bekommen, wer wir eigentlich sind. Nämlich göttliche Wesen. Und Gott kommt von gut. Genau. Ja, gute Ja. Wesen. Du hast mit deinen Worten den Horizont geöffnet. Ich will als letzte Anregung und vielleicht Zusammenfassung noch einmal auf diese enge Verzahnung hinweisen zwischen uns als unsichtbarem Wesen, das sich mit diesem Körper ausdrückt. Wenn wir in die Richtung uns orientieren und gehen, die du gerade so schön beschrieben hast, Richtung Licht, so wie jede Motte zum Licht fliegt. Ein bisschen banales Beispiel, aber es hat Ja, durchaus etwas damit zu aber tun. genau, ja. Ja, wenn wir uns in diese Richtung orientieren, dann passiert das nicht erst im Jenseits, sondern meine gesamte medizinische Erfahrung steht dafür, dass das im Diesseits sich im Körper als Erfolgskriterium abbildet. Also bedeutet in ganz konkreten Worten, wenn ich mich so orientiere, wie du es gerade beschrieben hast, werde ich einen Verjüngungsprozess erfahren, ich werde meine Absolut. körperlichen Beschwerden verlieren, ich werde Freude und Neugier am Leben entdecken in einer Weise wie vielleicht noch nie zuvor und zwar bis zum letzten Atemzug. Daran haben wir uns zu orientieren und das ist vielleicht auch der Kern dieser großen Chance eines irdischen Daseins, es Ja. in dieser verdichteten und Orientierung gebenden Weise zu erleben. Der Körper lügt nicht. Der Weg, den wir beschreiten, ist am Körper ablesbar. Geht er Richtung Licht und in Richtung der Entfaltung dieses kraftvollen Daseins? Oder verlieren wir uns, und das dürfte der Weg der Massengesellschaften sein, immer weiter in die Materie und die Käfige der Glaubenssätze werden immer massiver und dichter und holen uns dann letztendlich in dieser erdnahen Finsterzone, Ja. Fegefeuer, Hölle. Mit Macht ein, mit einer viel größeren Macht, als das jetzt in diesem Leben der Fall ist. Ja, und es ist einfach so, wenn wir, es gibt diese Energien, es gibt Drachenenergien, es gibt Dämonenenergien, diese Energien sind da. Aber es ist die Frage, wie viel Aufmerksamkeit wir denen geben und wie viel wir zu uns lassen davon. Na, weil ich denke, für die Fans dieser Wesen war das heute etwas dünn. Da haben wir uns nicht so sehr reinbegeben. Ja, jeder darf seinem Hobby frönen, darf diese Wesen aufmerksam verfolgen, diese Energie. Nur die Menschen, alle, die Angst davor haben, sollen einfach wissen, das Licht. Die möchten auch, alle Energien möchten hell sein und möchten im Licht sein, ja. Ja. Möge es uns also gelingen, die Glaubenssätze aufzudecken, die vielleicht bis jetzt sogar noch unbewusst sind, die uns daran binden, uns mit so etwas zu befassen. Wir können herauswachsen und ich hoffe, dass wir beide dazu heute einen wertvollen, intensiven Impuls geben könnten. Dann Ja. sage ich danke, dass du dir die Ja. Zeit genommen hast für unseren Ja. Austausch und Danke bis dir. zum nächsten Mal, liebe Leonie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.